eure Videos. Schnezial. Moin Leute, Folge 132 als Spezial. Einige Schneevideos für euch. Wer auch? Dreht sich einfach. Geil. Tom in seinem Land Rover Defender, der mit seinem Allradantrieb und so und schön hoch, da kann er ruhig mal Platz machen, ne? Zumindest besser als der normale Standard-Pkw. Ja, hier geht's nicht weiter. Er ist da hingelatscht noch und hat ihn mal gefragt. Der steht da seit 4 Stunden, sagt er. Okay. Okay, dann hilft nur noch der Rückwärtsgang. Aber nur 6 Minuten später findet er den nächsten LKW, der nicht weiterkommt. Immer pünktlich steht er. Ah, ich glaube, heute kommt er später. Ich habe gerade eben. Nochmal 6 Minuten später. Nur zwei Minuten später steht er hier, der LKW-Fahrer, direkt gleich aufgegeben. Der hat direkt aufgegeben, hat die Gardinen zugezogen und ist ins Bett gegangen. So sieht das aus, wenn bei einem Auto während der Fahrt die Bremsen festfrieren. Und wer das glaubt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Wie das kommt, ja, da müsst ihr mal am besten euch das einlesen. Die Kamera knipst ja quasi 30 Bilder pro Sekunde oder halt 60. Und die knipst halt immer in dem Moment, wo die Felgen an derselben Position stehen mit dem Muster. Verstehst du? Irgendwie so ähnlich. So musst du dir das vorstellen. Aber es werden sich noch irgendwelche Schlaumeier in den Kommentaren finden, die das noch haarklein euch hier aufdröseln. Hier hat der vom Silbernwagen die Tür aufgerissen. Und dieser Mercedes, glaube ich, der dunkle Wagen, der hat diese Tür da mitgenommen. Man sieht auch, dass da an der Tür noch so ein, naja, eine neue Kante jetzt entstanden ist. Warum der ausgestiegen ist? Alex meinte, dass das Auto wohl festgesessen hat und der Beifahrer schieben wollte. Aber in dem Moment hatte sich das Auto dann plötzlich selber befreit. Und ja, ne, man sollte halt mal nach hinten gucken und nicht einfach nur die Tür aufreißen. Weiß ja jedes Kind. Na nü, der Gegenverkehr macht Lichthupe? Ist da was faul? Ist ein Unfall? Ach, nur ein Geisterfahrer. Einfach deprimierend, wenn man Gas gibt und trotzdem langsamer wird. Ja, jetzt ist die Bahn endlich wieder frei, aber... Jetzt kommt der Schwatte nicht mehr weg. Ihr könnt es nicht sehen, aber Bennett freut sich über die Rettung und für die gute Tat. Jetzt sieht es für mich so aus, als würde der gelbe Wagen auch feststecken, aber da er eben keine Anstalten gemacht hat, beim BMW zu schieben, würde ich mich jetzt auch, also, querstellen und auch nicht schieben, weil, weißt du, verstehst du, ne? Gut, man sagt das immer so, aber man kennt auch nicht den Zustand des Fahrers, der könnte 80 Jahre alt sein oder sowieso gerade am Bein operiert, das sieht man alles nicht, das weiß man alles nicht. Thank you.
komm. Oi. Und auf den Arsch. So viel zum Thema mit Schwung durch die Schneewehe. Falsche Idee. Geht denn, du Ferkel? Okay. Danke fürs Pixeln, Horsi. Ja, was tut man nicht alles, um einen Parkplatz zu kriegen? In diesem Fall erstmal jede Menge Schnee schippen. Zum Glück guckt da noch der Nachbar aus dem Fenster und fragt sich, was da los ist, bietet dann seine Hilfe an und hilft schieben. Und ach, oh, was für ein Krampf, um zu parken. Ich fieber und schunkle auf meinem Stuhl richtig mit. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Ich probiere mal gerade. Das sieht super aus. Vielen, vielen Dank. Oh je, was wir hier jetzt in anderthalb Minuten abgearbeitet haben, das hat der in einer 3-4 Stunde gemacht. Schöne Parkbucht, also gefällt mir. Muss ich eigentlich erwähnen, dass ihr das nicht nachmachen sollt, weil das in diesem Fall nur Eis ist? Und kein Glas? Ich finde das so cool. Achtet auf des Fahrradfahrers Anhänger. Na, da haben wir doch ein Video für Sascha. Ich habe doch schon drauf gewartet heute. Ich finde das cool. Gibt es eigentlich Winterreifen für so einen Roller oder was? Also wenn, dann hat er wahrscheinlich keine drauf, unterstelle ich ihm einfach mal so. Aber es geht ja an und für sich noch ganz gut auf dieser halbwegs geräumten Straße, oder?
Ich möchte übrigens bekannt geben, dass mir diese Affen voll auf den Sack gehen, die es nicht schaffen, ihr scheiß Dach mal freizuräumen, geschweige denn den Rest vom Auto. Mann, selbst als 40 Kilo 1,50 großes Püppchen, da nimmst du dir einen Besen und dann schiebst du den Mist vom Dach. Da kommst du vielleicht nicht bis in die Mitte, ne? Aber du hast zumindest mal Willen gezeigt. Das hier ist doch scheiße, Mann. So, und dass er im Graben liegt auch. Maxi fährt 130 und möchte jetzt die LKW hier ganz links auf der noch nicht ganz geräumten Spur überholen und... Da wurde ihm denn doch warm und er fuhr mit 90 weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.